Deine Ernährung hat großen Einfluss auf den Erfolg beim Muskelaufbau. Ohne die richtige Ernährung hast du es mit dem Muskelaufbau schwer. Ausschlaggebend die Energiebilanz. Das heißt, wie viel Energieaufnahme trifft auf wie viel Energiebedarf. Unterteilt wird in negative, ausgeglichene und positive Energiebilanz. Die negative Energiebilanz, Energieaufnahme, ist geringer als der Energiebedarf. Also, du nimmst zu wenig an Energie auf. Das führt zum sogenannten Katabolismus. Körpereigene Stoffe werden abgebaut. Hier ist kein Muskelwachstum möglich. Die ausgeglichene Energiebilanz ist ebenfalls nur suboptimal für das Muskelwachstum, denn hier kann es in gewissen Phasen schnell zu einem Energiedefizit kommen. Somit also auch kein Wachstum. Ein Muskelwachstum findet in der anabolen Phase statt, also einer positiven Energiebilanz. Wichtig: Die Energieaufnahme muss konstant höher sein als der Energiebedarf. Doch nicht nur wie viel, sondern auch was ist wichtig. Dein Körper braucht die richtigen Bausteine, zusammengesetzt aus Mikronährstoffen. Das sind Proteine, Kohlenhydrate und Fette. Proteine. Wie viel du benötigst, bestimmt dein Training. Mehr als 5 Stunden Sport die Woche wird eine Proteinzufuhr von 1,2 bis 2,0 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht empfohlen. Kohlenhydrate. Es gibt bislang keine fundierten Angaben zur Menge, aber eine grobe Orientierung von 3 bis 7 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Der individuelle Bedarf ist also sehr unterschiedlich. Fette. Fett ist der energiereichste Nährstoff, doch der Einfluss auf das Muskelwachstum ist gering. Allgemein sollte laut Deutsche Gesellschaft für Ernährung die Gesamtzufuhr von Fett bei 30% liegen. Als Sportler solltest du mehr auf deine Protein- und Kohlenhydratmenge achten. Die Menge an Fett resultiert dann aus den beiden festgestellten Werten. Als letzten Punkt achte auf dein Nutrient Timing. Denn der Zeitpunkt des Essens ist wichtig. Circa 2 bis 3 Stunden ist der Körper in der anabolen Phase nach dem Sport. Die Muskeln brauchen Proteine und Kohlenhydrate. Empfohlen sind 45 bis 75 Gramm Kohlenhydrate und 15 bis 25 Gramm Proteine. Du solltest also bei der Ernährung für Muskelaufbau auf Folgendes achten: Deine positive Energiebilanz, deine Mikronährstoffzufuhr und dein Nutrient Timing. Genauer kannst du das auch nochmal in unserem Magazinartikel nachlesen, auch wie du am besten für den Muskelaufbau trainierst. Den Link findest du hier in der Infobox. Viel Spaß!